Wenn ein Präsident und ein Ex-Präsident im TV-Duell aufeinandertreffen, dann sollte es ja eigentlich darum gehen, Fakten zu präsentieren. Eigentlich. Denn der Zweikampf zwischen Donald Trump und Joe Biden, der wurde zu einem Duell der Lügen und der Halbwahrheiten. Ein ungewöhnlicher Spielbericht über ein ungewöhnliches Duell. Als Joe Biden und Donald Trump im TV-Duell in Atlanta gegeneinander antreten, gibt es kein langes Abtasten. Gleich in den ersten Minuten ein grobes Foulspiel von Trump. Das Problem ist, dass sie radikal sind, weil sie das Leben eines Kindes im 8. Monat, im 9. Monat und sogar nach der Geburt nehmen wollen. Das ist Unsinn. In keinem amerikanischen Staat ist es erlaubt, Kinder nach der Geburt zu töten. Es gibt auch keine Bestrebungen, das zu ändern. Präsident Biden kontert mit einer Lüge zur Außenpolitik. Ich bin der einzige Präsident in diesem Jahrhundert, bei dem kein Soldat irgendwo auf der Welt gestorben ist. Einfach nicht wahr. Bei dem Abzug der US-Truppen in Afghanistan 2021 sind 13 US-Soldaten gestorben. Dieses Jahr sind bei einem Drohnenangriff in Jordanien weitere 3 Soldaten ums Leben gekommen. Biden bleibt am Drücker und schießt mit der nächsten falschen Zahl um sich. Eine Insulinspritze kostet $15 im Gegensatz zu $400. 2 falsche Behauptungen in einer. Die Insulinkosten sind nach einem Gesetz der Biden-Administration auf $35 im Monat gedeckelt. Biden übertreibt regelmäßig, dass man früher $400 im Monat hätte zahlen müssen. In Wahrheit waren es nur rund $450 im Jahr. Das lässt Trump nicht auf sich sitzen. Lügen zum Sturm auf das Kapitol sind gewissermaßen sein Heimspiel. Trump spricht von einer relativ kleinen Anzahl von Menschen, die zum Kapitol gegangen sind und in vielen Fällen von der Polizei hereingeführt wurden. Eine besonders dreiste Falschbehauptung, wo doch die ganze Welt live zugesehen hat. Der Angriff auf das US-Kapitol war der tödlichste Angriff auf den Sitz der amerikanischen Macht seit über 200 Jahren. Tausende Menschen haben sich mit Gewalt Zugang zum Kapitol verschafft. Nach Lügen gibt es bei diesem Duell am Ende aber doch einen deutlichen Sieger. Wir zählen ein 11:4 für Donald Trump.